Servus, hallihallo, einen schönen guten Morgen euch zu Hause. Ich hoffe, ihr habt es besser als wir hier auf der Abenteuer Allrad. Leider hat ein Orkantief, ein Sturmtief, den ersten Tag hier auf der Abenteuer Allrad nicht ermöglicht. Polizei hat verfügt, zu gefährlich, absolut verständlich, richtig. Hier wird auch die Anfahrt über die Busse durch den Wald geregelt. Hier auch auf dem Gelände. Man hat sich bemüht, alles zu sichern, aber ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Es sind wirklich hier Orkanböen mit teilweise Windstärke 8 dabei. Ein paar kleine Zelte haben sich auch verabschiedet. Ich filme jetzt im Zelt, weil draußen, glaube ich, macht auch das Gimbal nicht mehr mit. Aber eben allgemeiner Hinweis an alle, die kommen wollen oder kommen wollten heute. Das wird nichts, aber morgen ist der Wetterbericht wirklich gut. Ohne großen Wind, sogar mit ein bisschen Sonne. Wir müssen da jetzt durch. Jetzt hat man sich so viel Mühe gegeben und musste zweimal schon verschieben. Jetzt ist alles hier. Alle haben aufgebaut und dann sowas. Aber ja, die Natur ist unkalkulierbar. Ich gehe jetzt auch wirklich mal raus, damit ihr ein bisschen einen Eindruck bekommt. Alle sind da und noch mehr. Es ist eigentlich alles angerichtet, aber es nutzt nichts. Heute, der erste Tag, ist dem Wind zum Opfer gefallen. Aber wie gesagt, die Veranstalter haben da auch richtig reagiert und die Polizei. Das ist absolut verständlich. Aber die Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit, beziehungsweise ab morgen geht es dann weiter. Hier läuft man in der Organisation natürlich jetzt ein bisschen über, weil ja auch alles begrenzt ist und mit Corona nicht so einfach. Aber vielleicht habe ich dann die Möglichkeit, euch ein bisschen zu unterhalten. Ich gucke mal, ob ich heute irgendwas für euch filmen kann. Ansonsten eben hier ein kleiner Überblick von einem Hundertstel der Messe. Es ist wirklich ordentlich was geboten. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Wir sehen uns demnächst wieder. Also bis bald von der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen. Ihr hört es im Hintergrund. Achtung, die nächste Durchsage kommt. Und ich halte mal meine Klappe. Ab sofort ein Busshuttle für alle Aussteller zur Verfügung stellen, welches am Eingang abfährt und Sie zum Ausstellerparkplatz und nach Bad Kissingen zum Bahnhof und zu allen Stationen fährt. Ich wiederhole, ab sofort fährt ein regelmäßiges Busshuttle am Eingang für alle Aussteller und bringt Sie nach Bad Kissingen. So, ihr habt vielleicht gehört, also man kümmert sich darum, dass man jetzt hier organisiert und weiterhin alles wetterfest macht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also drückt uns die Daumen hier in Bad Kissingen, dass wir morgen planmäßig wieder öffnen können. Also bis bald, macht's gut, Servus und tschüss, der Camper Tobi.